Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Marvel Strike Force. Heute kein Team-Check, sondern ein Character-Check. Und natürlich, Orbs werden wir auch wieder einige aufmachen. Aber wir kommen direkt zu den Charakteren, denn da gibt es neue. Ich persönlich konzentriere mich gerade auf die Bruderschaftscharaktere. Damit sich jetzt niemand getriggert fühlt, dass ich so viele Materialien habe. Ich bin mir schon bewusst, dass ich sehr viel Material habe und dass das natürlich auch investiert werden will und dass mich das pusht und alles. Das weiß ich, aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Ich muss noch ein bisschen was sammeln. Aber das ist gar nicht so schlimm. Fühlt euch da nicht getriggert. Meine Charaktere werden schon stark. Ihr seht es ja hier an den Asgardianern. Die sind nicht umsonst knapp vor 30.000. Ich habe da schon einiges investiert. Als nächstes sind die Bruderschaftscharaktere dran. Aber Prio 1 immer noch Asgardianer. Also alles, was für die an Rüstung anfällt, wird in die auch investiert werden. Und die Bruderschaftscharaktere sind direkt an zweiter Stelle. Deswegen sehr cool, dass Jaggernaut im Blitz war. Den habe ich auch beendet, den letzten Meilenstein geholt. Vor einer guten Stunde ungefähr. Also ich habe gerade frisch gespielt. Und wir wollen uns aber, meine Güte, wie weit unten sind die denn? Da sieht man mal, wie viele Charaktere es mittlerweile gibt. Hier sind die zwei. Cyclops und der Symbionten-Spider-Man. Wir gucken uns zuerst den Spider-Man an, dann Cyclops. Auf Cyclops, hups, jetzt habe ich schon angeklickt, schnell weg. Auf Cyclops freue ich mich. Ich habe noch nichts gelesen, ich weiß nichts, ich bin genauso blind an die Sache dran gegangen jetzt wie ihr, oder vielleicht habt ihr es euch auch schon durchgelesen. Gucken wir uns erstmal das Modell an, habe ich nämlich auch noch nicht angeguckt. Es dauert ein bisschen und da haben wir das Modell. Ja, es ist okay. Ist okay, ist halt ein dünner Venom, ne? Ist ein dünner Venom und ansonsten er sabbert vielleicht ein bisschen weniger. Aber ja, ist das, was ich erwartet habe eigentlich. Ist aber nicht, sieht jetzt nicht besonders krass aus. Habe auf jeden Fall schon deutlich bessere Modelle gesehen, aber schlecht ist es auch nicht. Vom Aussehen her. Aber ums Aussehen geht es ja nicht. Es geht um die inneren Werte. Und da haben wir den Symbiontenspinner, ein sehr, sehr schöner Name für diesen ersten Angriff. Greift das Primärziel an und fügt ihm 100% Schaden zu, führt gegen 1 bis 2 benachbarte Ziele Rückschlag-Kettenangriffe aus und fügt ihnen 60% Schaden zu, Chance von 25% auf jedes Ziel minus Defensive anzuwenden. Dieser Angriff kann nicht gekontert werden. Ja, das ist doch schon mal sehr schön für den ersten Angriff. Kennen wir aber von Spider-Man generell, dass er ja viele Ziele auf einen Schlag angreifen kann und dass er auch ziemlich nervig ist, weil er so oft Angriffen ausweicht. Ich weiß nicht, wie hoch sein Wert ist. Kann man es irgendwo sehen? Er ist jetzt natürlich ganz unten, aber kann man hier gucken? Ausweichchance ist 0%. Okay, sein Grundwert, ne? Sein Grundwert ist 0%. Wie sieht das eigentlich beim normalen Spider-Man aus? Ich will das jetzt mal kurz wissen. So, Spider-Man, so weit oben ist er auch nicht. So. Spider-Man, seine Werte. Der weicht nämlich ständig aus. So, 25%. Hey, das ist gar nicht so viel. Der weicht doch jedem zweiten Angriff aus. Gefühlt. Na gut. Okay, das war einfach nur so ein kurzes Reflektieren von Spider-Man, weil er gefühlt wirklich jedem Angriff ausweicht. So, wir können den Schaden weiter erhöhen von der Attacke. Nochmal weiter erhöhen, eine höhere Chance, minus Defensive anzuwenden. Ist dann schon mal auf 50%. Okay, hier. Führt gegen 2 bemachte Ziele. Ach so, 1 bis 2 und hier trifft er immer 2 Ziele, okay. Und wendet immer minus Defensive an. Also ja, der erste Angriff ist schon, also für einen ersten Angriff finde ich den sehr facettenreich. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist natürlich auch Spider-Verse und Symbiont und Nahkampf. Ne, das kennt man ja alles. Schlummerndes Potenzial übrigens auch. Gucken wir mal Spider-Slingshot. Greift das Primärziel und benachbarte Ziele an. Fügt ihnen 60% Schaden zu, das ist echt nicht viel. Und verlängert die Dauer von einem negativen Effekt auf jedem Ziel um 1. Okay, wenn man mit diesen Symbionten arbeitet, wir kennen das ja, Venom und so, seine ekelhaften Attacken oder Carnage, der ja sowieso auch viel mit negativen Effekten arbeitet, da passt er schon ganz gut rein. Besonders
weil es ja im Spider-Verse, können wir das auch noch schnell gucken? Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir es auch richtig. Die Spider-Verse-Charaktere, wie viele gibt's da? Das sind doch nur 4, oder? Ach nee, die Sinister Six gehören ja auch dazu. Die habe ich immer ausgeklammert, weil die Sinister Six die machen ihr eigenes Süppchen, die benutze ich nie bei den Spider-Verse. Wenn man die Sinister Six nämlich rausnimmt, dann hat man nur den normalen Spider-Man, man hat Miles, man hat Venom und Carnage, das sind nur die 4. Und mit dem Symbionten-Spider-Man kommt einer dazu, der genau reinpasst. Ja, Venom mit vielen negativen Effekten, Carnage sowieso mit viel negatives Zeug und Symbionten-Spider-Man, der verstärkt dann das Ganze nochmal. Finde ich gut und man kann es ja auch noch leveln, ne? Hier verlängert die Dauer von 2 negativen Effekten auf jedem Ziel, was schon mal gut ist, macht natürlich auch ein bisschen mehr Schaden. 3 negative Effekte werden verlängert. 50% Chance bei jedem Ziel auch noch Blutung auszulösen. Obendrein. Und am Ende löst er bei jedem Ziel ja immer Blutung aus. Und jedes Mal 40% mehr Schaden. Das ist auch nicht schlecht, ey. Das ist auch eine geile Attacke. Besonders in Kombination mit den anderen Spider-Verse-Charakteren. Ausgeklammert natürlich Sinister Six. Aber sind das alles Symbionten? Kann man das mal kurz auf Symbionten filtern? Ich habe das alles noch nicht gemacht. So, Symbionten. Nee, Symbionten sind nur Venom, Carnage und Spider-Man. Aber unser Symbionten-Spider-Man harmoniert natürlich mit den beiden irgendwie am besten. Ist aber auch keine Überraschung. Er ist ja selber ein Symbiont. Finde ich gut bis jetzt, muss ich sagen. Erste Attacke, schön facettenreich. Zweite Attacke, auch sehr gut. In Harmonie mit den anderen. Gucken wir uns mal Netzschlag an. Greift das Primärziel an, fügt ihm 150% Schaden zu und hat eine Chance von 50% Betäubung anzuwenden. Greift alle anderen Feinde an und fügt ihnen 70% Schaden zu. Wow, das klingt schon mal sehr, sehr nervig. Mega nervig, weil er damit ja auch wieder Spott umgehen kann. Betäubung anzuwenden, 50%ige Chance. So, hier macht er den Schaden höher auf die Sekundärziele. Primärziel und Sekundärziele. Okay, das ist schön. Erhöht die Chance von Betäubung. Wendet auf alle Ziele Verlangsamung an, was ja auch schon ziemlich krass ist. Hier unten wendet immer Betäubung an und hier wendet 2 Runden Verlangsamung an. Also auch die Fähigkeit ist natürlich auf Stufe 6 und 7 wieder mal absolut ekelhaft, wenn man dagegen ankämpfen muss. Greift eigentlich alle Ziele an, betäubt alle Ziele, verlangsamt alle Ziele. Ja, es wird bei den Symbionten wieder sehr mit negativen Effekten gespielt. Und irgendein Team war doch saustark gegen negative Effekte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die AIM waren. Ich meine auch, dass jemand das in die Kommentare geschrieben hat. Ich glaube, die AIM sind es, die extrem gut gegen negative Effekte sind. Glaube ich zumindest. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube, so rum war das. Und deshalb sind sie natürlich dann anfällig gegen AIM-Teams. Ja, aber trotzdem erstmal ist die Attacke auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ist natürlich auch die dritte hier deswegen perfekt. Und hier die passiven Werte. Heilt sich selbst sowie alle verbündeten Spider-Verse-Helden und Symbionten bei Raubzügen. Ah, okay. Okay, das geht jetzt nur um die Raubzüge. Und in der dunklen Dimension. Ah ja, okay. Sehr interessant für Raubzüge und dunkle Dimension schon mal. Um 3% der maximalen Lebenspunkte dieses Charakters auf Stufe 1 natürlich. Das erhöht sich dann. Hier haben wir erhöht das Entziehen der Lebenspunkte von sich selbst und allen verbündeten Symbionten bei Raubzügen und dunkle Dimension um 50%. Hier nochmal erhöht das Ausweichen um 10%. Und am Ende erhöht die maximalen Lebenspunkte, die sich von sich selbst und sowie den Verbündeten. Ja, das ist eigentlich auch geil. Das ist auch geil. Also kann man nicht meckern. Er sieht unscheinbar aus. Ja, hier kommen auch immer so. Das ist kein Grafikbug, ne? Das kommt da wirklich aus ihm raus, dieser Symbiont. Ah, das ist ganz cool. Er sieht unscheinbar aus. Er ist aber echt mächtig, finde ich. Besonders in dem Team. Der könnte Spaß machen. Da könnte das ganze Team rund um Spider-Man echt Spaß machen.
Gut, die beiden Spider-Männer hier, der Normale und Miles, passen vielleicht nicht hundertprozentig mit den Symbionten zusammen, aber ich glaube, die würden ein sehr, sehr gutes Team abgeben. Also Symbionten-Spider-Man, auf jeden Fall mehr als nur einen Blick wert, finde ich. Ist ein guter Charakter, schöner Neuzugang. Hoffen wir mal, dass wir ihn relativ schnell freischalten können. So, und dann gucken wir natürlich noch auf Cyclops. Da bin ich gespannt, weil er ja einer der X-Men ist. Charaktermodell ist schon mal ziemlich nice, gefällt mir gut. Haben ihn gut getroffen, mit seiner Brille natürlich, wo er sich dann auch so ein bisschen dran rumspielt. Optik gefällt mir gut. Auch wenn die Haare nach Plastik aussehen, aber das gibt halt die Engine her. Er ist Held, Global, Mutant, Fernkampf, X-Men und schlummerndes Potenzial. Wir gucken auch mal ganz kurz in die X-Men rein. Die sind natürlich jetzt auch sehr interessant. Kolossus, wo ich gerade Kolossus sehe, auch das muss ich nochmal richtig stellen. Natürlich freue ich mich über Kolossus-Splitter und ich weiß auch, dass der nicht zu farmen ist und dass der auch gut ist. Ich brauche ihn nur im Moment nicht. Deswegen wäre mir natürlich lieber, wenn da ein Asgardianer drin wäre. Aber ich bin mir schon bewusst, dass Kolossus ein sehr starker Charakter ist und dass ich den auch irgendwann brauche und dass das jetzt auch immer näher rückt, besonders wenn Cyclops jetzt mit ins Spiel kommt und wir vielleicht irgendwann Phoenix freischalten, aber das dauert ja noch ein bisschen und ich habe ja 8 Splitter gezogen, klar, 8 Splitter, Kleinvieh macht auch Mist, aber ihr seht, ich habe den auf 2 Sterne, 8 Splitter machen das jetzt noch nicht fett, aber auch da nicht getriggert fühlen, wenn ich mal sage, ja, den nehme ich mit heißt geil. Ja, ich rege mich eigentlich nur über Hand auf, weil die Hand wirklich rotzschlecht sind und über Hydra, weil Hydra wird zwar die ganze Zeit gesagt, dass die Hydra besser werden sollen und dass da was kommen soll, aber es passiert ja nichts. So, die Hydra sind immer noch scheiße und deswegen warten wir einfach bei den Hydra ab, da ist zumindest Besserung in Sicht, aber die Handcharaktere, die will ich echt nicht haben. Aber Kolossus auf jeden Fall Daumen hoch, so wie er, Daumen rauf. Nee, nicht so mittelmäßig, schon richtig rauf. Der ist gut und dessen bin ich mir bewusst. Also nicht getriggert fühlen oder euch aufregen. Ich weiß, dass der gut ist. Cyclops auf jeden Fall. Den werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Optische Explosion ist seine erste Attacke. Greift das Primärziel an und fügt 100% Schaden zu. Ganz klassisch, einfach in die Fresse. Das ist schon mal gut. Erhöht hier den Schaden. Hat dann eine Chance auf defensive Minus anzuwenden um 50%. Macht immer noch mehr Schaden, wendet immer Defensive an, wenn Psylocke eine Verbündete ist. Okay. Okay, er verharmoniert natürlich dann mit Psylocke ein bisschen besonders. Wenn ich jetzt ein X-Men-Team machen würde, wäre Psylocke ja sowieso dabei, weil sie quasi die fünfte im Bunde wäre, bis Phoenix kommt, da muss man mal gucken. Aber so mit Psylocke, also immer Defensive, aber auch erst auf Stufe 6, ne? Ah, ist nicht so gut. Dauert halt ein bisschen, frisst viele Ressourcen. Und Psylocke muss halt auch noch drin sein. Deswegen, ja, für die erste Fähigkeit ist das zwar in Ordnung, aber die könnte ein bisschen besser sein. Sie haut halt rein. Also wenn man die wirklich bis zum Anschlag macht, dann macht die halt für eine erste Attacke schon sehr, sehr viel Schaden. Zu mir gibt es dann noch. Wendet auf 2 nicht beschworene Feinde mit den wenigsten Lebenspunkten, die nicht das Primärziel sind, Spott an. Greift das Primärziel an und fügt ihm 130% Schaden zu. Okay, habe ich das richtig verstanden? Auf 2 Feinde wendet er Spott an, die die wenigsten Lebenspunkte haben. Das heißt, ich bin aber auch gezwungen, die beiden mit den wenigsten Lebenspunkten dann anzugreifen. Und ich kann auch niemand anderen dann angreifen. Ah, weiß ich nicht, ob das taktisch immer so geil ist. Aber wir gucken mal, was sich hier noch verbessert. Erhöht den Schaden um 30%, erhöht die Chance, einen verbündeten Wolverine dazu zu veranlassen, den nicht beschworenen Feind mit den wenigsten Lebenspunkten, der nicht das Primärziel ist, anzugreifen um 50%. Okay, das ist schon mal gut, ist ja sowas wie ein Assist, den man dann bekommt, auf den Feind mit den wenigsten Lebenspunkten. Gut, das ändert das schon mal ein bisschen, das ist schon mal ein bisschen geiler. Nochmal den Schaden erhöhen, er hat die Chance zu veranlassen, nochmal um 25%. Ja, dann sind wir schon bei 75%, dass er einen Assist bekommt.
Wolverine dazu? Immer. Also er greift immer an. Also ab Stufe 4 kann man sagen, lohnt sich dieser Effekt. Macht natürlich mehr Schaden. Und Wolverine gibt immer einen Assist, solange Wolverine natürlich dabei ist. Ist Cyclops eigentlich der Anführer der X-Men? Da er so gut mit Psylocke und speziell Wolverine harmoniert? Ich weiß es nicht. So, erhöht den Schaden gegen das Primärziel nochmal. Erhöht die Chance, einen Verbündeten dazu zu veranlassen, den Feind mit den zweitwenigsten... Ach, okay. Okay, dann ist es doch ganz geil mit dem Spott. Dann ist es doch geil, weil Wolverine immer den Schwächsten angreift und ein anderer Verbündeter, das kann random ein Verbündeter sein, es muss nicht Wolverine sein, oder es ist nicht Wolverine, garantiert, 50% anzugreifen und jetzt immer angreifen oder was auf Stufe 7. Ja, also das ist schon geil. Er macht Fettschaden auf das Primärziel, macht Spott auf die zwei Schwächsten, der Allerschwächste wird garantiert von Wolverine angegriffen und der Zweitschwächste wird auch garantiert von irgendeinem anderen angegriffen. Also die Fähigkeit ist doch geil. Ich muss revidieren, am Anfang klingt sie nicht so gut, am Anfang ist sie aber auch nicht gut, weil da gibt es keinen Assist und dann nur eine geringere Chance für einen Angriff, aber ab Stufe 4 wird die schon interessant und am Ende ist sie einfach nur geil. Also Cyclops, richtig geil, die zweite Attacke. Optische Verheerung, okay, das ist natürlich sein, hier sieht man es auch mit seinen Laseraugen, dieser Angriff. Greift alle Feinde an, fügt ihnen 100% Schaden zu. Der Schaden wird für jede Aufladung um 10% erhöht. Aufladung geht danach verloren, okay, das kennen wir schon auch unter anderem von Thor mit den Aufladungen. Aber wenn die Charaktere aufgeladen sind, dann ist das wirklich brutaler Schaden, den die verursachen. Und er greift halt alle Feinde an. Mit 100, 120, 140, wir gucken mal weiter. 160, 180, 200%, 250% Schaden am Ende für jeden einzelnen Gegner. Das ist nicht schlecht. Ab Stufe 4 gibt es eine Chance, auf alle Feinde Verlangsamung anzuwenden, um 50%. Auf Stufe 5 wendet er immer auf alle Feinde Verlangsamung an. Das ist wirklich heftig. Erhöht den Schaden für jede Aufladung nochmal um 15%. Also das heißt, wenn er aufgeladen... Ach du Schande, der macht ja unmenschlich viel Schaden. Je nachdem, wie viele Aufladungen er hat, macht er ja immer nochmal 10%. Dann macht er nochmal 25% pro Aufladung. Und erhöht den Schaden hier nochmal und wendet auf alle Feinde für 2 Runden Verlangsamung an. Holy shit! Cyclops ist ja richtig geil! Cyclops ist richtig geil und wir haben seine Teamsynergiefähigkeit noch gar nicht angeguckt. Erhält während der eigenen Runde und der Runde eines verbündeten X-Men immer plus 1 Aufladungen bis zu einem Maximum von 10. Also jede Runde, das heißt, wenn er angreift, kriegt er schon mal eine Aufladung und wenn es ein X-Men-Team ist, kriegt er bei jedem Ding, immer wenn ein X-Men-Charakter dran ist. Und auch hier bitte korrigieren, weil so verstehe ich das. Immer wenn ein X-Men-Charakter an der Reihe ist, bekommt er eine Aufladung. Das heißt, nach einer Runde müsste er ja schon 5 Aufladungen haben. Weil in der ersten Runde kriegt er natürlich seine eigene. Und es ist ja auch eine Runde für jeden X-Men-Verbündeten. Und der Runde eines verbündeten X-Men immer plus 1 Aufladungen. Ah, vielleicht sind es auch 2 pro Runde. Ich bin mir nicht sicher. Also es klingt nach 5 pro Runde. Es könnten auch 2 pro Runde sein. Weil es nur eines X-Men verbindet. Ist schwierig daraus zu lesen. Also müsste man ausprobieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist nicht perfekt ausgedrückt. Aber egal wie es ist, es ist trotzdem geil, dass er relativ fix seine Aufladungen bekommt. Dann erhält plus Offensive, wenn eine verbündete Phoenix stirbt. Okay, Phoenix kommt ja sowieso zurück, glaube ich, wenn sie einmal stirbt. Und er bekommt dann erstmal Offensive Plus auch noch. Chance von 50% einen Feind anzugreifen und ihm 100% Schaden zuzufügen, wenn dieser Feind eine verbündete Phoenix oder Dark Phoenix angreift, also quasi ja eine Revanche-Attacke, befiehlt einem verbündeten Wolverine einen Assist auszuführen und diesen Feind anzugreifen, wenn dieser Charakter nicht angreift. Ach so.
Also 50% Chance, einen Feind anzugreifen mit 100% Schaden, wenn Phoenix oder Dark Phoenix angegriffen wird. Und er befiehlt einen Verbündeten Wolverine, einen Assist auszuführen, wenn dieser Feind, diesen Feind anzugreifen. Also ist auch geil. Ist auch geil. Was hat er denn noch so? Erhöht den Schaden um 100%, wenn ein Feind eine verbündete Phoenix angreift. Also auch hier, alter Schwede, füllt die Tempoleiste eines verbündeten Wolverines um 100%, wenn eine verbündete Phoenix stirbt. Also wenn Phoenix stirbt, ist Wolverine direkt an der Reihe. Erhöht den Schaden von Wolverine für diesen Assist um 80%. Erhält während der eigenen Runde und der Runde eines verbündeten X-Men immer plus 2 Aufladungen. Bis zu einem Maximum von 20. Wollt ihr mich verarschen? Ja, es ist natürlich schwer umzusetzen, den auf 20 zu bekommen. Aber stellt euch mal vor, ihr habt 20 Aufladungen und diese Dings hier komplett gelevelt. Die optische Verheerung. Also ihr macht sowieso schon ordentlich Schaden. Und hier für die Aufladung nochmal plus 15%. Auf alle 20 Aufladungen plus 25%. Dann ist der Kampf vorbei. Ich würde behaupten. Und jetzt könnt ihr gerne ausrechnen, weil ich habe keinen Bock. Es ist einfach nur eine Behauptung. Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn er 20 Aufladungen hat und alle Fähigkeiten, die diesen Angriff und die Aufladungen verstärken, auf Maximum hat, dann müsste das die stärkste Attacke im Spiel sein. Also, aber nur bei 20 Aufladungen. Ich weiß nicht, ob es 10 schon reichen, aber bei 20 Aufladungen, das ist ja wirklich eine optische Verheerung. Also der Name ist Programm. Cyclops gefällt mir ausgesprochen gut. Ich finde den jetzt schon mega geil, ich will den am liebsten schon haben, müsste aber Orbs kaufen dafür. Jetzt seid ihr gefragt, in die Kommentare damit. Wie findet ihr den Symbionten Spider-Man? Also den Symbionten Spider-Man, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Er harmoniert sehr gut mit den anderen Symbionten. Das war natürlich abzusehen, sonst wäre er auch kein Symbiont. Aber trotzdem, sehr schöner Charakter, nützliche Fähigkeiten. Ja, bindet sich gut da in das Team ein. Aber Cyclops, holy shit. Wenn man mal die X-Men so betrachtet, Colossus, Wolverine, Storm, Psylocke und Cyclops, also die 5 machen schon ordentlich Damage. Und wenn man, ich weiß nicht, wen müsste man rausnehmen für Phoenix? Weil Phoenix ist ja, die ist ja sowieso mega stark und harmoniert mit Cyclops so gut, dass man eigentlich Wolverine, Cyclops und Phoenix nicht trennen kann. Das heißt, Colossus, Psylocke und Storm, zwei von denen. Ne, Quatsch, einer darf nicht dabei sein. Wer ist der Schwächste von denen? Ich meine, Cyclops harmoniert auch mit Psylocke etwas. Somit, wäre es Colossus oder Storm? Keine Ahnung. Also, das X-Men-Team wird natürlich auch mega stark sein. Ich glaube auch, dass die X-Men so stark sind, dass sie auch das Metagame verändern werden. Gefällt mir wirklich gut. Also, beide Charaktere finde ich sehr stark. Gerne in die Kommentare, wie ihr die beiden findet. Seid ihr meiner Meinung oder sagt ihr, nee, Cyclops ist gar nicht so stark, wenn man das genauer betrachtet? Keine Ahnung. So auf den ersten Blick finde ich den auf jeden Fall extrem gut. So, und wir machen jetzt Orbs auf. Da freue ich mich persönlich immer, weil dann kann ich meine ganzen Orbs öffnen und weiß endlich, was da drin ist. Wir fangen aber gediegen an mit den Goldorbs. Ja, ich habe nicht mehr viel Gold, ihr seht es ja, 15,5 Millionen. Nein, jetzt nicht getriggert sein, ich weiß, 15,5 Millionen sind mega viel. Aber ich kann es halt nur stückweise auch ausgeben, weil ich möchte ja, wenn schon, auch die Meilensteine abgreifen. Und die Bruderschaftscharaktere, die werden jetzt sehr, sehr viel an Gold verschlingen und an Ausrüstung. Und dann habe ich jetzt auch irgendwie durch Cyclops richtig Bock auf die X-Men bekommen. Die Inhuman will ich aber auch noch nach oben pushen. Und ja, dann habe ich euch jetzt ein paar Teams genannt. Und wenn ich die alle pushe, da reichen meine Ressourcen nicht. Egal wie viel ich da stehen haben mag, das ist weg. Wenn ich 3 Teams hochziehen will, dann ist es schon weg. Deswegen muss ich mich entscheiden. Aber die Bruderschaftscharaktere haben erstmal Vorrang, was das Ganze angeht. Und wir machen mal ein paar Standarddinger auf. So, 5 Stück direkt zum Start. Okay,
Ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, So, Wasp finde ich ehrlich gesagt nicht so stark. Mordo ist auf jeden Fall gut. Ja, Punisher farm ich im Moment nicht, deswegen ist es okay, wenn der jetzt mal in einem Standard-Orb drin ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe kurz... Ich musste mich fast übergeben, wenn ich Handcharaktere sehe. Ja, nochmal Punisher. Nochmal Mordo. Ja, Mordo ist geil. Gegen den kann ich nichts sagen. Aim, da sage ich jetzt auch mal nichts dagegen. Ich will mir keine Feinde machen. Aber Aim sind okay. Hier, wunderschön. Wunderschön die Wissenschaftsexpertin. Gott sei Dank habe ich einen Splitter von ihr bekommen. Ich mache natürlich nur Spaß. Fühlt euch nicht verarscht. So, Hawkeye. Na, den finde ich nicht so gut. Ja, das ist wirklich mit Nobu die einzige von den Hand-Charakteren, die ich akzeptiere, weil man sie für legendäre Events braucht. Ansonsten hätte ich jetzt wieder einen leichten Würgereiz bekommen. Wer ist das hier? Aim, Forscherin, okay. Tolerieren wir auf jeden Fall. Aber übertreib's jetzt bitte nicht. Geil. Storm, ja, weiß ich nicht. Ne? Also ich freue mich natürlich über Storm, aber vielleicht ist sie ein... auf der Abschussliste bei den X-Men. Oh, Ghost Rider, stimmt. Ghost Rider ist ja jetzt auch endlich in Orbs verfügbar. Was ich sehr begrüße natürlich. So, wir öffnen jetzt mal kurz unseren Raubzug-Orb. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oh, haben wir noch mehr? Ach klar, Gamma-Raubzug-Orbs. Da können schon einige coole drin sein. Oh nee, der Devil wirklich, der ist komplett voll. Groot und den Miles hier nehme ich mit, aber... Ah, der Devil ist doch scheiße. Das ist sehr schön. Mr. Fantastic, sehr schön. Der ist zwar jetzt auch farmbar, aber da nehme ich das doch gerne mit. Dann hier das Ding. Oh, was ist mit der Devil los? Mach einen Abgang, Junge. So, oh, Johnny die Fackel auch dabei. Miss Marvel, sehr schön. Ben, ja, ist okay, aber den hole ich mir eh in den Blitz. Das kann doch nicht wahr sein. Warum denn nur so eine Scheiße in der Mitte? Luke Cage ist voll. Ich brauche keine Splitter mehr. Meine Güte, da hat man in der Mitte schon so einen Volltreffer und dann kommt da Luke Cage um die Ecke. Das ist doch bitter. Das ist doch einfach nur noch bitter. So, Rescue bitte. Das ist nicht Rescue. Das auch nicht. Ah, Mantis ist noch in Ordnung. Können wir noch gebrauchen. Rescue sehr gerne. Nö, auch Ant-Man ist auch so einer. Den finde ich nicht geil. Rescue finde ich geil. Wasp und Ant-Man finde ich irgendwie scheiße. So, Rhino, den können wir auch mitnehmen. Den farme ich auch im Moment. Spare ich mir halt ein bisschen Blitzgeld, wenn der da drin ist. Gamora ist leider voll. Bringt uns nichts mehr, außer Ultimus-Schlüssel. Crossbones. Ja, Rescue. Wie viel haben wir jetzt von Rescue? Ja, wir gehen auf den 5. Stern zu. Und das ist richtig geil. Dann kann ich mich nämlich auch um die Energierüstung kümmern. Obwohl, da brauche ich Falcon noch. Falcon wäre auch sehr, sehr gut. Der kann aber hier nicht bei sein. Okay, wir werden einige Ultimus-Schlüssel bekommen. Das steht jetzt schon fest. So, rote Sterne. Wir haben natürlich auch Crystal Orbs wieder fleißig gesammelt. 10 Stück. Hoffen wir mal, dass da jetzt auch ordentlich was drin ist. Weil sonst wird es wirklich langsam eng mit Crystal. Hier kann man sich natürlich schon den guten Cyclops holen. Werde ich jetzt noch nicht tun. Da werde ich noch ein bisschen abwarten. Ultimus Orbs, ja. Meilenstein Orbs. Na, wir machen erstmal die roten Sterne auf. Vielleicht haben wir ja hier ein bisschen Glück. Nö, das ist kein Glück. Na, Wolverine, ja sicher. Das ist echt alles sehr, sehr mau. Naja, okay, ein mehr. Oh, ah, da kommt die um die Ecke. Das kann doch nicht sein. Mach doch was Gutes da rein. Mantis ist zwar gut, aber die haben wir alle schon. Die haben wir leider alle schon. Ist sehr, sehr ärgerlich. Nur eine Hydra-Charakter, genau hier. Der Gewehrsoldat wird einen roten Stern höher gehen. Der Rest ist leider eher so kacke.
Aber egal, wir gucken uns als nächstes... Komm, wir machen den Ultimus Orb auf. Gucken mal, was da drin ist. Neben Ultimus haben wir... Ja, Mr. Fantastic. Cool, dass er aufgelevelt werden kann. Ja, ist okay. Ist okay, da er farmbar ist. Wenn er nicht farmbar wäre, wäre es richtig geil. Aber so ist es schon auch gut. Kommen wir da schneller voran. Jetzt sind die Meilensteine dran. Mal schauen, was uns hier erwartet. Okay, die Tree-Schnitterin. Ja. Ist in Ordnung. Scarlet Witch ist auch gut. Thanos, alles klar. Unser aller Lieblingsbösewicht. Captain America, wie sieht's bei dir aus? Na, auch fast der fünfte Stern. Dass man die Avengers ein bisschen besser machen kann. Denn das Avengers-Team finde ich echt nicht so stark. Mordo ist gut. Braucht man auch in einem legendären Event. Genauso wie Nobu. Über den rege ich mich nicht auf. Ist zwar ein Handcharakter, aber der ist in Ordnung. Also hier diese Aim-Forscherin, die kommt aber auch sehr oft. Carnage zum Beispiel. Das ist sehr gut. Da freue ich mich für das Symbionten-Team. Ist es denn wahr? Was ist denn mit der Forscherin los? Die kommt ja sau oft. Meine Güte. So, Spider-Man lässt sich auch mal blicken. Die Wissenschaftsexpertin kommt nochmal. Dann, ja, Söldner, gut. Sind für mich trotzdem immer noch einfach nur Füller-Charaktere. Vulture, wie sieht's bei dir aus? Bei dir sieht's eigentlich auch gut aus. 10 Splitter, die nehmen wir doch gerne mit. Pyro ist auch okay. Oh, Thor, sehr schön. Thor gefällt mir gut. Wenn ich will hier auch endlich mal auf 5 Sterne kommen. Und zu guter Letzt... Da kriegen wir nochmal Hydra. Aber was soll's? Das war in Ordnung. Warum sind wir jetzt hier ganz raus? Das wollte ich doch gar nicht. Oh, ja, hier 828 Ultimus-Geld. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir haben sehr viel Crap aus den Dingern gezogen. Deswegen, wenigstens kriegt man was dafür. Muss man dem Spiel ja auch mal zugute halten, dass das nicht irgendwie im Sande verläuft, sondern dass wir da wenigstens noch diese Schlüssel rausbekommen. Wir haben noch 17. Hier ist was dazugekommen. Ein Goldorb ist dazugekommen. Gold ist natürlich gern gesehen. Ich habe völlig vergessen zu gucken, wie viel Gold wir in den Orbs drin hatten. Und was haben wir noch? Oh, hier diese... Fähigkeitsmaterialien. Ja. Why not? Ist doch gut. War was Orangenes dabei. So, jetzt kommen wir zu Crystal. Und wir haben im letzten Part war ich ja sehr angepisst wegen Crystal. Ich hoffe in 10 Orbs. Da muss jetzt wirklich was drin sein. Da muss jetzt was drin sein. Und ich meine damit nicht Drax. Ne? Damit meine ich nicht Drax. Wir sind bei 69. Ja, ist eine sehr schöne Zahl. gut. 31 Splitter. Kriegen wir mit Sicherheit nicht zusammen. So. Luke Cage. Fuck you, Luke Cage. Wirklich, fuck you. Drax, Alter, nicht dein Ernst. Jessica Jones, ja, auch nicht so geil. Ma, oh, endlich. Endlich Crystal in der Mitte. Ich raste aus. Wir schaffen's doch. Wir schaffen's doch. Wir haben noch 5. Ja, das schaffen wir. Oh mein Gott. Zum Glück. Quake, alles klar. Ist egal. Wir kriegen Crystal freigeschaltet. Oh, Psylocke. Sehr schön. Sehr schön. Sie ist zwar farmbar, aber trotzdem gut. Gerne nochmal. Ist mir alles lieber als Drax oder irgend so ein Luke Cage. Oh, Miss Marvel auch gut. Und zu guter Letzt haben wir in der Mitte nochmal Crystal. Ja, nice. War trotzdem nicht der absolute Überschritt, was Crystal angeht, aber wir haben sie freigeschaltet. Da bin ich sehr froh drüber, denn, also wenn ich die nicht freischalten würde, würde ich auf jeden Fall Kraftkerne benutzen für die letzten Splitter, die fehlen. Aber umso besser, dass ich nicht machen muss. Wunderbar, Crystal hat geklappt. Ich weiß nämlich gar nicht, wie lange das Event noch läuft. Und dann haben wir noch... hier diese 5 Premium Orbs, wo ja auch tatsächlich was Geiles drin sein könnte. Ja, der Green Goblin, den nehme ich auch gerne.
für meine Sinister. Und hier die Handassassine als Nebeneffekt auch gut. Wie viele? Okay, der braucht auch noch eine ganze Weile. Aber das ist ja schon mal gut. Ja, wer ist er hier? Ape. Aim-Angreifer, alles klar. Brauche ich nicht im Premium-Orb. Och, come on, Alter. Das ist auch richtig schlecht. Oh, Hawkeye finde ich so schlecht. Mein Gott, nein. Warum in diesen Orbs? Oh Gott, geh mir weg mit Hand. Das kann nicht wahr sein. In den Premium-Orbs. Boah, leider nur Scheiße drin. Also Aim lasse ich noch so halbwegs gelten. Aber der Rest war leider... Das war echt nicht schön. Das war... Bitte, was ist das hier? Hawkeye, 25 Splitter Hawkeye. Also das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Die Premium-Orbs waren leider ein kompletter Reinfall. Was haben wir denn hier noch? Ist das nochmal Luke Cage gewesen, ne? Genau. Okay, das reicht natürlich nicht für den Ultimus-Orb. Aber egal, wir gucken mal rein, was das alles so gebracht hat. Wen können wir aufleveln? Natürlich können wir Crystal rekrutieren. Wir gucken mal kurz auf alle. Da befördern wir als allererstes mal unseren Hydra-Gewehrsoldaten. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du 2 rote Sterne und dümpelst im Nirgendwo rum. So, dann können wir freischalten. Die gute Shuri. Das Shuri-Event hat ja stattgefunden. Ich hatte meine Charaktere soweit. Ich habe sie noch ein bisschen pushen müssen, damit wir den Kampf gewinnen. Aber Shuri ist frei und auf 3 rote Sterne. Das machen wir doch mit Verlaub sehr gerne. Herzlich willkommen, Shuri. So, und so langsam haben wir die Wakandana, oder? Mit Shuri, ist das letzte Puzzleteil? Haben wir sie jetzt? Könnten wir ein Wakandana-Team machen? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie stark die Wakandana sind. Da mir da sehr, sehr lange auch Black Panther gefehlt hat, habe ich mich da gar nicht mit beschäftigt. Aber ich will natürlich wissen, ob die Wakandana... Ja, sie sind komplett. Mit Shuri sind sie komplett. Das heißt, wir könnten jetzt auch uns auf die Wakandana konzentrieren. Direkt 3 rote Sterne. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht so, ne? Die werden schon gut passen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das ein gutes Team ist. Ich weiß es jetzt aus dem Stegreif leider nicht. Ich würde aber mal alleine von den Charakteren her davon ausgehen. Denn nicht jedes Team hat einen legendären Charakter. Shuri ist ein legendärer. Also da wird schon Potenzial drin schlummern. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Deswegen gerne mal reinschreiben, ob die gut sind oder wo die gut sind. Vielleicht sind die auch wieder speziell für Raubzüge extrem gut oder sowas. Gerne als Info mal in die Kommentare ballern. Und dann rekrutieren wir natürlich auch noch die wundervolle Crystal. Herzlich willkommen. Es hat ein bisschen gedauert. Fire and Ice erinnert ein bisschen an Game of Thrones. So, das ist doch schön. Crystal freigeschaltet, Shuri freigeschaltet. Wenn das die Gilde sieht, ne, da freuen die sich wieder. So, das ist doch schon mal erste Sahne. So, was haben wir noch? Hier haben wir übrigens den Schocker. Der dauert nicht mehr lange. Und das ist, glaube ich, der letzte Sinister, der noch auf seinen 5. Stern wartet. So, dann haben wir hier den guten Mr. Fantastic. Das haben wir ja mitbekommen. Den gönnen wir uns einen Stern höher. Aber 3 Sterne, da ist noch viel mehr Potenzial drin. Mittlerweile sind ja die Fantastic Four sehr gut zu bekommen. Die Unsichtbare bleibt natürlich ein legendäres Event, aber Mr. Fantastic ist easy zu bekommen durchs Farmen. Johnny die Fackel ist jetzt in den, ich glaube, im Arena-Shop zur Verfügung. Namor ist in den Orbs mit drin und ist, glaube ich, auch... Na, ich weiß es nicht. Ist der auch in irgendeinem Shop drin? Ist der auch im Raubzug-Shop jetzt drin? Ich glaube schon. Und... Wer ist noch der 3., 4. im Bunde? Das Ding ist natürlich im Blitzshop zur Verfügung. Also die Fantastic Four sind jetzt relativ gut zu bekommen. Aber hier gibt es nichts mehr aufzuleveln. Was ist denn das? Oh, die Kree-Königswache ist fast voll. Das ist ganz cool. Hier bekommen wir auf jeden Fall noch 15 Orbs für Jaggernaut. Reicht dann zwar nicht ganz, aber es ist schon auch wieder ein sehr, sehr guter Sprung. Oh, ansonsten sieht es hier ja dünn aus. Sehr, sehr dünn. Wir können nichts mehr aufleveln. Das ist schade. Das ist schade, aber es ist auch nicht so schlimm.
Ne, es ist nicht so schlimm. Wir müssen ja nicht jede Folge hier 5 Charaktere hochziehen. Das ist ganz gut. Wir haben Shuri freigeschaltet, wir haben Crystal freigeschaltet. Wir konnten Mr. Fantastic aufleveln. Wir sehen ja auch, es gibt einige, wo nicht mehr viel fehlt. Rhino zum Beispiel braucht nicht mehr allzu viel. Die Kree-Königswache braucht nicht mehr viel. Captain America wird bald aufsteigen. Jaggernaut. Ja, da kommen schon einige bald, die einen Schritt höher gehen. Captain Marvel, weiß nicht, kriegt man halt auch nicht so oft. Braucht zwar nicht mehr viel, aber dauert trotzdem irgendwie noch ein bisschen. Ja, es tut sich auf jeden Fall was. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Da müssen wir natürlich auch noch mal kurz drüber sprechen. Im amerikanischen Raum regen sich ja sehr, sehr viele auf über die roten Sterne besonders, dass man da so schwer leveln kann. Und das fuckt die ganz großen Gilden und Allianzen gerade sehr ab. Und deswegen gibt es einen riesen Boykott, dass sie nicht mehr cashen und keine Ahnung, die machen einen riesen Fass auf. Ist ja auch okay. Ja, gerade wenn die ganzen großen Gilden an einem Strang ziehen, dann wird auch wohl oder übel das Spiel darunter leiden, beziehungsweise der Entwickler, und merken, was sie für einen Mist bauen. Das ist in der Hinsicht ganz gut, dass Scopley jetzt den Laden übernommen hat. Von daher finde ich es generell sehr gut, wenn man gegen Scopley schießt, weil ich das für einen Sauhaufen halte. Aber so, ich habe keinen Einfluss darauf, ich bezahle sowieso keinen Cent. Von daher, für mich ist es komplett free to play, aber wenn die halt da so viel Geld reinbuttern, um unter die Top 10 oder so zu kommen, dann ist es verständlich, dass sie sich aufregen. Ja, das ist bei mir bei Supercard ähnlich. Ja, da rege ich mich auch öfter mal auf, wenn die irgendwie Scheiße bauen. Und weil ich ja halt auch relativ viel Geld in Supercard investiert habe schon. Deswegen kann ich auf jeden Fall die Seite der großen Allianzen verstehen, aber man muss das jetzt auch nicht mega abfeiern. Allerdings unterstütze ich das und finde das gut, dass es gemacht wird, weil sonst werden wir irgendwann, egal ob du da rein Cash reinsteckst oder ob du Free-to-Play-Spieler bist, du wirst irgendwann extrem darunter leiden, wenn Scopley an irgendwelchen Schrauben dreht. Ihr werdet das dann merken, wenn ihr Scopley nicht schon kennt und verflucht. Da wird sich einiges ändern und die großen Gilden können dagegen so ein bisschen angehen, und vor allem, wenn sie an einem Strang ziehen. Wenn es jetzt nur ein, zwei Gilden machen, dann verpufft das natürlich, aber die haben sich halt abgesprochen und das ist sehr gut. So, das als kleine Randinfo, falls ihr es mitbekommen habt, falls nicht, ja, also ich weiß, nicht jeder wird sich so intensiv mit der ganzen Szene beschäftigen. Ich mach's eigentlich auch nicht, aber durch YouTube habe ich halt einige von diesen Videos gesehen und habe mich gefragt, so, hä, der ist so ein riesen Marvel-Streamer und keine Ahnung, und der hört jetzt komplett auf, und hier noch ein großer, der das boykottiert. Da wird man natürlich hellhörig und guckt sich das mal an. Und ja, der Grund sind, glaube ich, vor allem die roten Sterne. Ja, rege ich mich auch drüber auf, weil ich nur Scheiße bekomme, aber in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Gerne in die Kommentare, was ihr so levelt. Gerne in die Kommentare, ob das Wakandana-Team gut ist. Das interessiert mich persönlich. Und natürlich in die Kommentare, was haltet ihr von Cyclops und den Symbionten Spider-Man. Und das soll es gewesen sein mit der wöchentlichen Marvel-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst euch nicht triggern von meinen ganzen Sachen, die ich so bunker. Und Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.